Jede Religion behauptet von sich selber, oh, jetzt bin ich wieder radikal, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Jede Religion sagt von sich selber, dass sie der richtige Weg ist ins Paradies. Ja, jede Religion sagt das von sich. Du wirst keine Religion finden, die sagen zum Beispiel, also wir reden jetzt von Leuten, die die Religion richtig praktizieren. Wenn du zum Beispiel einen fundamentalen Christ hast, der an die Bibel glaubt, der wird sagen, Christentum ist der Weg ins Paradies, alles andere führt ins Verderben. Genauso sagen die Muslime ganz eindeutig, dass der Islam der richtige Weg ist zum Paradies und dass die anderen Wege ins Verderben führen. Das ist ganz klar im Koran geschrieben. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Diskussion hast, zum Beispiel eine Diskussion hast mit Christen, ja, ich hatte eine Diskussion gehabt mit einem Christen an der Domplatte in Köln, ja, also so ein Missionar, der da auch Zettel verteilt hat und solche Sachen, ja. Und ich habe zu ihm gesagt, also ich bin mit denen ins Gespräch gekommen über Gott und die Welt hin und her, ja, habe ich zu ihm gesagt, bitte gib mir einen rationalen Argument, dass Christentum die wahre Religion ist. Er hat zu mir gesagt, ja, das kann man nicht rational erklären. Der Glaube ist da oder ist nicht da. Habe ich zu ihm gesagt, wenn das so ist, dann ist der Glaube eine Glückssache. Wir sagen, Allah leitet recht, wie er will. Aber dass Allah dich recht leitet, hat auch seine Gründe. Weil es heißt nicht, er leitet recht, wie er will, Würfelspiel. Ach ja, dich leite ich recht, dich leite ich nicht recht. Nein. Sondern der, der wirklich nach der Wahrheit sucht und aufrichtig dabei ist, Allah wird dich recht leiten. Der Erfolg ist von Allah abhängig, klar. Aber wenn du den Erfolg willst, Allah wird dir den Erfolg inshallah geben. So, aber es gibt natürlich Erkennungsmerkmale, wie du etwas finden kannst. Er sagt zu mir, nein, das kann man nicht, das ist eine Sache, Gefühlssache. Jetzt gib mir doch mal einen rationalen Beweis. Dann sagt er zu mir, ja, der Heilige Geist ist auf mich herabgekommen. Ich sage, okay, woher willst du wissen, dass das der Heilige Geist ist? Das kann auch der Satan sein. Und der gibt dir ein schönes Gefühl. Weil der Satan, wir wissen, der Satan ist dazu da, er ist das Instrument, durch ihn werden die Menschen auf die Probe gestellt. Der Satan ist derjenige, der geschworen hat, Allah geschworen hat, dass er die Menschen in die Irre führen will. Das heißt, wir müssen uns vor ihnen Acht nehmen. Und wie arbeitet der Satan? Der Satan wird nicht zu dir kommen, hallo, ich bin der Satan, ab in die Hölle. Nein, jetzt kommen wir zurück zu der Diskussion mit dem Christen, habe ich mit ihm weiter diskutiert. Ein rationales Argument, dann kam er mit einem besonders guten rationalen Argument. Er hat gesagt, bei uns gibt es Leute, die können Wunder machen. Die heilen Leute und da fällt der eine um vom Heiligen Geist und dann sprechen Leute mit verschiedenen Zungen, also verschiedene Sprachen, die sie vorher nicht kannten. Ich habe gesagt, boah, cool, das ist der Heilige Geist. Dann ist das bestimmt bei den Sikhs und bei den Hindus auch der Heilige Geist, oder? Wenn die sich die Nadel durch die Backe stechen oder gehen über die heißen Kohlen, das ist auch der Heilige Geist. Die sagen auch, die machen das durch die göttliche Kraft, können die solche Sachen bringen, ja? Habe ich dem gesagt, was ist mit dem Hindu? Der auch da, ist auch der Heilige Geist, oder? Sagt er, nee, das ist doch was anderes. Sag ich, wie, das ist was anderes? Der sagt auch, hat die Kraft von Gott bekommen, du sagst auch, du hast die Kraft von Gott bekommen, ist das was anderes? Der nee, hast du gesagt, ja, was ist das denn? Ja, das sind Dämonen. Dämonen? Vielleicht sind es bei dir auch Dämonen. Bumm, blass geworden. Richtig blass im Gesicht geworden. Das heißt, du kommst mit einem rationalen Argument, was ein Argument gegen dich ist.